Mach's einfach. Was ist denn los? Ich bin am Start. Was hältst du davon mit der Scheiße? FMA ist eine rassistische Scheiße. Jo, was geht ab? Du bist am Start. Diesmal eine andere Location. Und zwar, wir sind gerade in der Duisburger Innenstadt und wir sind gerade auf dem Weg zu Dokum, ja? Bruder, keine Ahnung, wann der Vlog kommen wird. Ihr wisst selber, ne? Meine Vlogs kommen irgendwann, irgendwie. Ich weiß auch nicht wie. Aber, Bruder, ich bin ja am Start mit dem Bre. Mit dem Bre ist halt Zeit, haben wir, Bruder. Und wir dominieren die Welt, ja? Und ich sage euch so, wir werden wieder groß rauskommen, ja? Rein da aktuell kommen. Bruder, jetzt sind wir auf Dokum, Mann. Merkt schon. Also Bruder, das können alle meine potenziellen Fans sein, Digga, ne? Bruder, wir müssen die alle anwerben. Bruder, wir selber, wir müssen jetzt explodieren, Mann. Das ist unser Jahr, Bruder. Bruder, das sind die Eingangstüren. So sieht's aus. Ne, und ich werde hier random ab und zu mal ein bisschen filmen. Ein bisschen Welle schieben. Ein bisschen so machen. Ja, und hier werden kranke Formate gedreht. Die werden viral gehen, Bruder. Ihr wisst selber, ja, wir sind krank. Bruder, achte mal, wie die Figuren hier aussehen, Bruder. Behindert. Geistkrank, ja. Bruder, dafür muss man wirklich sein Herz verkaufen oder seine Leber oder so ein Shit. Und das ist auf jeden Fall Halle 1. Bruder, Halle 1 ist riesig. Bruder, Dinge passieren hier, ja. Dinge passieren hier. Und Bruder, ich hab nicht mal so viel Geld, um alles hier zu bezahlen, Mann. Shit. Bruder, ich schau einfach diese KitKats. Was wollen die machen? Einfach mitnehmen und rein da. So ist so. So, das hier ist Halle 3 auf jeden Fall. Keiner, was es hier gibt. Es gibt Katzenohren hier. Und hier ist Pink. Und hier sind auch zwei Sordos sogar. Zwei Sordos, Bruder, auf ganz, ganz böse. Sordos sehr, sehr beliebt. Und ja, Bruder, muss. Ganz verrückt. So, wir gehen weiter. Aber wir sind gerade im 18-Plus-Bereich und hier passieren komische Dinge. Überall sind komische Erotik-Sachen, Mann. Muss wahrscheinlich viel zensieren, Mann. Shit. Achte, Yandere-Simulator. Irgend so ein Sim-Spiel, Junge. Kannst du, Bruder, keine Ahnung. Wirst du von so einer Chaya verfolgt. Oder das heißt anders, das heißt Literature Club. Irgendein Sim-Spiel, scheiß drauf. Hier sind noch ein paar Autos auf süß. Auf erotisch. Und yeah. So, imagine, Bruder, du hast so einen Wagen, Bruder, ja? Einfach so ein Chaya-Mobil. Bruder, ich sag so, wenn du so rumläufst, beziehungsweise so rumfährst, Bruder, dir gehört die Welt. Achte. Bruder, hier sieht man die Jungs müssen Tekken spielen. Auch ganz, ganz süß. Und ja, Bruder, hier kann man echt alles machen, Dokumi. Hier gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Sehr krass. Hier ist so ein komischer Stand, Bruder, für Maid-Café oder so. Aber hier ist wirklich niemand, Digga. Also wirklich tot. Ganz, ganz tot, Bruder, ja? Verrückt. Achte, Anime-Charaktere. Achte, Bruder. Bruder, harte Welt, harte Welt. So, bisschen Vloggen hier. Hier ist der Bre Okami Vibes am Start, Bruder. Ey, Föhr, wie geht's dir? Hallo, Föhr, wie geht's? Alles gut? Umarm den. Wir sind tierlieb auf jeden Fall, ja? Macher, Furry. Wir gehen ein bisschen rum, Digga. Schauen uns ein bisschen die Welt an. Und ja, Bruder, auf jeden Fall, Dokumi ist eine sehr, sehr, sehr krasse Experience, sag ich ehrlich. Und, Bruder, wir gehen mal direkt zum Okami rüber. Bruder, Okami, hau mal raus. Okay, wir raus, Digga. Wie findest du Dokumi, Bruder? Erzähl, Bruder. Bruder, ich bin vor. It's only my third day out here. Ich weiß, Bruder. Bruder, ist jetzt wild, ja. Also man sieht viele Leute, viele kranke Cosplays auf jeden Fall. Man hat richtig Reizüberflutung, wenn man guckt links. Ja, ja. Schon stark. Ganz verrückt, Bruder. Ja, safe. Also Leute bewegen sich hier auf jeden Fall ganz anders. Leute sind different hier, ne? So, wir könnten jetzt 3 Sekunden warten und wir würden ein krasses Cosplay safe sehen. Ja, ja, safe. Da hilft einfach Tanjiro mit seiner Box und so. Ja, ja. Weißt du, so, Leute, die geben sich krass Mühe, ne? Ja,
den riesigen Zeitsprung gemacht. Jetzt sind wir in Rheinhausen. Dokumi heute war sehr krass. Wir essen ein bisschen Pizza, so auf ruhig, auf kontrolliert so. Und dann, ja Mann, Bruder, wir haben heute so viele Leute kennengelernt. Jetzt krass. Also hier bisschen Pizza auf süß. Und Rende, ja. Bruder, das, ich glaube, damit endet auch so dieser erste Dokumi-Vlog. Ja, wir essen ein bisschen Pizza auf ruhig. Wenn ihr wisst, selber, ja. Zieh durch. Jungs, das ist ein Vibrator, das vibriert. Das ist der Michel. Und er spielt. Ja, mit dem Michel Simple. Sensei Ultimate Michel, Glocke like, Abo, Kommentar, Afrika braucht Geld, Kinder mehrfach aktuell. Er arbeitet wie ne Bitch, jeden Tag live auf Twitch, nach dem Papa Bengo Star. Ist euch ohne mal dankbar, also kommt, schaltet ein, und ihr werdet Ultimate. Kommt und seid dabei, ihr werdet Ultimate.